Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir sind auf der gleichen Map wie im ersten Killer-Video von heute, alles klar. Und ja, heute spielen wir mal mit der guten Sally. Und da hinten haben wir schon jemanden gesehen, durch Objekt der Besessenheit. Ich habe 3 Teleports übrigens und der Typ ist wahrscheinlich weg. Ich habe aber gesehen, dass dort noch jemand ist. So, hallo, nicht? Wo ist der hin? Da! Ah, okay. Also, Leute, ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr mit der Krankenschwester gespielt, deswegen dachte ich mir, wird es doch mal wieder Zeit und habe die Sally ausgepackt. Erste Person liegt jetzt schon am Boden und ich habe folgendes Setup. Ich habe Triff deine Wahl, ich habe Franklins, ich habe Ruin und ich habe Barbecue. Das heißt, durch Barbecue sehen wir jetzt hoffentlich dann direkt erstmal die anderen Bobos. Beziehungsweise ein anderer Bobo würde mir schon reichen. Da hinten am Totem, oder was ist das? Da ist mein... Nee. Da ist nicht mein Totem. Aber da ist ein Totem und das finde ich nicht in Ordnung, ja? Verstehst du das? So nicht, Süße. Hey, hast du das Item wieder aufgesammelt? Nein, das lässt du liegen. Das lässt du liegen. Gut, du kommst hier vorne ran. Und jetzt... Bitte rettet... Ja, was für ein geiles Timing. So, Leute, und pass auf, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den Typen da zu one-shotten. Mal schauen, ob wir den so schnell finden. Ich glaube, hier ist er leider nicht. Oder? Mal eben hier raus. Ha, triff deine Wahl. Ich hätte es jetzt gerne mal... So! Oh nein, das war der verletzte Dude. Oh, sorry. Sorry, mein Freund. Okay, der erste Generator wurde bereits gemacht, trotz Ruin, muss man ja immer dazu sagen. Okay, ich habe noch einen Moment, um meine Wahl zu treffen. Da rennt jemand. Ah, da muss ich da wohin, ne? Oh, Taschenlampe, das ist schön. Die lässt er ja wohl liegen, ne? Hat er liegen gelassen, finde ich gut. Na, mein Freund? Alex, der König. Ja. Der König wovon? Ja. So, mal schauen, ob er den Strike trifft. Ja, trifft er. Gut. Dann müssen wir da nochmal hinterher. In letzter Zeit muss ich ja mal sagen, okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Aber in letzter Zeit, bin ich ganz ehrlich zu euch, ist es voll oft bei mir so, dass wenn jemand den Strike nutzt, ich danach nicht mehr weiß, wo er ist. Ich riskiere es. Wenn jemand kommt, gucke ich vielleicht doof aus der Wäsche. Ne, war nicht schnell genug. So, wo haben wir denn jemanden? Nirgends. Das soll jetzt... Ah, okay, verstehe. Sally. Hallo, ist hier noch jemand? Ne, gut. Dann schlagen wir gegen. Wo sind die denn hin? Da ist übrigens mein Totem. So, trifft deine Wahl. Vielleicht habe ich jetzt ja mal die Möglichkeit, da rennt jemand. Hab gerade nicht gesehen, wer es gewesen ist. Sie rennen in die Hütte. Komm da freiwillig raus. Boom, du warst das. Oh, da habe ich meine Wahl getroffen und die erste Person ist down. Das tut mir wirklich ein bisschen leid für ihn, weil er jetzt wirklich, oh, der arme Boy, er ist tot. Okay, das gibt leider nicht so viele Points. Da hinten sind sie alle. Hey, na? Ah, natürlich, da rennt er los. Okay, wir bleiben dir beim Hintern kleben, mein Freund. Wenn ich weiß, was du vorhast. Hallo, na? Ich habe übrigens eine dritte Teleportation, das dürftet ihr inzwischen schon gemerkt haben. Habe ich einfach nur aus dem Grund, weil ich mich wirklich nicht so sicher fühle mit Sally. Und ich nie weiß, welche Add-on-Kombis ich machen soll. Deswegen denke ich mir so, okay, komm, plus ein Teleport. Das ist solide, da weißt du, was du hast. Ja, damit kann man arbeiten. Hab auch noch über 40 Stück davon. Also, warum nicht mal benutzen, denke ich mir dann immer. Niemand hier. Naja, okay. Vorhin habe ich hier hinten ja noch jemanden gesehen. Alles klar. Trifft deine Wahl, hat leider nicht mehr gewirkt. Hey, Klödia, hatten wir schon die Ehre? Ich glaube, du warst noch nicht am Haken, ne?
So, da liegt sie wieder. Dann kommst auch du jetzt an den Haken. Oder war das Gummihuhn noch nicht? Ich weiß gerade gar nicht. Sind das alles Deutsche? Sind das Premates? Könnte sein. Keine Ahnung. Ah, sie war auch schon mal. Jetzt sehe ich nur ihn. Nein! Shit. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof für ihn, ne, dass ich ihn jetzt nur gesehen habe. Was macht der andere denn die ganze Zeit? Leute, was macht denn der andere? Da rennt er. Ich porte mich erstmal hier hin. Oh Gott! Also heute muss ich ja mal sagen, wow. Dafür, dass ich jetzt wirklich die erste Runde mit Sally spiele. Hard in name. Oh, da klaut er mir nochmal 5 Sekunden, der alte Bob. Oder noch mehr, wenn ich ihn jetzt verliere. Er rennt hier noch. Hallo. Ich muss ihn jetzt leider umklatschen, wenn er hier nicht weggeht, weil ich nicht will, dass er sich Ruin gönnt. Da würde ich mal sagen, nein. So, ich kann meine Wahl treffen. Der König ist somit auch tot übrigens. Kann seinem Team dann natürlich wahrscheinlich noch sagen, wo Ruin ist, falls es wirklich Premates sind. Und ich darf meine Wahl treffen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil... Nein, jetzt sind sie hochgeheilt. Shit. Also sind beide da hinten. Ich glaube, dass ich auch gar nicht mehr rechtzeitig komme. Ich muss das Gummihuhn nochmal an Haken rankriegen, Leute. Also wenn ich den anderen jetzt erwische, tue ich so, als ob ich ihn verliere. Das ist schon wieder der. Okay, verdammt. Den lasse ich mal hier entkommen. Obwohl, wenn ich ihn jetzt kille... Ich hätte ihn jetzt natürlich auch umbringen können. Aber hier, das Gummihuhn. Was? Nicht erwischt? Come on. Ehrlich nicht? Naja, Gummihuhn. Ich will dir nur Angst machen. Keine Sorge. Nein, ich will das Gummihuhn will ich natürlich gerne jetzt nochmal einen Haken rankriegen, Leute. Einfach nur aus dem Grund, dass ich mein Barbecue vollständig habe. Das war nicht so gut gerannt. Okay, komm mit. Ab an Haken. Das erste Mal, dass er jetzt dran ist. Vielleicht sehen wir den anderen Typen dann durch Barbecue. Wenn nicht, er muss in der Nähe sein. Und er ist verletzt, also... Da hinten. Ach du Heilige, okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier vielleicht schon GG wird. Je nachdem, ob wir den Typen jetzt nochmal erwischen oder nicht. Weiß ja nicht genau, wo er lang rennt. Hier ist er offensichtlich nicht. Doch, da rennt er. Da. Warte mal, bis wohin sind die Spuren? Bis hier, ne? Da waren doch eben Spuren an der Wand. Ach Mensch. Na gut, dann rette nochmal. Unser Barbecue ist jetzt vollständig. Das ist auch schon mal was. Komisch. Entweder hat er sich gut versteckt. Oder keine Ahnung. Entitus beschworen. Und gerettet. Trifft deine Wahl jetzt. Okay, heilt da hinten. Das ist, glaube ich, nicht so das, was du machen solltest, weil sonst bist du gleich down, mein Freund. So, liegt am Boden. Was der andere jetzt macht, ist mir eigentlich egal. Er wird jetzt wahrscheinlich sich irgendwo verstecken hier in der Nähe. Es sei denn, mal gucken, Barbecue... Zeigt mir natürlich nichts. Hätte mich auch gewundert. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Machen das mal kaputt. Ja, und sie müsste ja sowieso noch einen Generator fertig machen. Weiß nicht, ob sie den hier machen will.
würde sich anbieten, an dem war sie vorhin schon mal. Aber ja. Da müssen wir mal schauen, ob wir sie jetzt erwischen oder nicht. Ein Gen muss sie machen. Ruin ist noch drauf. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht so zieht, ehrlich gesagt. Ich glaube immer noch, dass sie da hinten irgendwo rumgammelt. Das Gummihuhn. Was ist los, Gummihuhn, hä? Wir schauen uns mal ein paar Gens an. So schnell kriegt sie das Ding auch nicht durch, hoffe ich mal. Je nachdem, ne, wie viele Skillchecks und so weiter sie natürlich bekommt. Das spielt da ja auch immer mit rein. Oh, jetzt hat sie sich natürlich verraten. Schon, guck nach oben. Keine Spuren. Müsste also noch hier in der näheren Umgebung sein. Aber das zeigt mir jetzt eigentlich schon fast, dass es wirklich Premates sind. Weil ich glaube, das Gummihuhn war hier hinten noch nie. Würde mich jetzt wundern, wenn sie durch Zufall auf einmal hier ist und genau Ruin findet. So, wo ist sie hin? Ist hier geblieben, oder? Ne, hier sind Spuren. Alter, diese Rennspuren sind sowas von verbuggt einfach. Jetzt hat sie es gedroppt. Oh, nochmal, okay. So. Schönes Ding. Gut, ab an Haken mit dir. Könnte sein, dass sie noch einen Strike hat. Hier ist leider auch kein Haken in der Nähe. Das heißt, wir müssen einmal hier rumrennen. So, sie wiggelt auf ihn, Weltmeister. So, guck. Der sieht doch schön aus. Da hast du nochmal eine schöne Aussicht, Leute. Also, wir haben hier zweimal auf dieser Map gespielt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich natürlich wie immer freuen, ja, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Kloppt gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall, ja. Und wir schauen uns natürlich trotzdem noch die Punkte an. Schreiben nochmal GG in den Aftergame-Chat. Ich muss sagen, die Runde mit Sally hat überraschend gut funktioniert, muss ich sagen. Also meine Teleports waren heute wirklich mal für meine Verhältnisse gut. Ja, ich weiß, die Sally-Spieler unter euch, die denken sich wahrscheinlich jetzt auch, ha, das nennst du gut. Naja. Okay, ich krieg noch nicht mal vom Gummihuhn ein GG. Gut, dann brenn in der Hölle. Obwohl, schmelz in der Hölle. Sagen wir es so. So, das war das Setup. Warum? Warum macht man das? Das müsst ihr mir mal erklären. Ich meine, auch wenn ich jetzt prestigieren will oder so. Warte mal, ich weiß nicht mehr genau, war das Gummihuhn schon Prestige 3? Selbst wenn ich prestigieren will, dann spiele ich doch einmal mit dem nagelneuen Teil und nehme einmal noch den Koffer mit oder so. Aber das ist ja richtig wasted. Naja, gut. Okay, also wir haben ein paar Items zerstört. Der einzige Generator, der gemacht wurde, wurde dann scheinbar nur durch das nagelneue Teil fertiggestellt. Und der arme Typ, ne? Der arme Typ. Gut, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.